Hallo, euer Didi hier. Heute ein ziemlich nerdiger Beitrag für alle Dropshotter, Texas and Carolina Rig Fischer. Denn es geht um das hechtsichere Angeln mit diesen Finesse Rigs. Denn ihr wisst immer, wenn ihr auf Barsch geht, ein Hecht kann immer um die Ecke herkommen. Und wie ihr solche Rigs hechtsicher macht, was ihr dazu braucht, das zeige ich euch heute. Denn so soll es im Endeffekt nachher aussehen. Wie groß das Interesse gerade am Dropshot-Angeln ist, zeigt, dass meine beiden beliebtesten Dropshot-Videos mehr als 500.000 Aufrufe haben. Und Dropshot-Angeln ist sicherlich eine Technik, die jeder und vor allen Dingen auch Anfänger und Profi machen kann. Sehr einfaches Fischen, mega effektiv. Aber ich kriege immer wieder Kommentare von, hey, wenn ihr damit auf Zander oder auf Barsch angelt, man hat immer wieder den einen oder anderen Hecht dabei. Wie kann ich so ein Dropshot-System hechtsicher machen? Wie das geht, das seht ihr hier in einem kurzen Bastelbeispiel, wie ich das entsprechend hechtsicher mache. Ihr müsst darauf achten, dass im Endeffekt der obere Teil über eurem Haken ein dünnes Stahlvorfach hat. Und das könnt ihr euch natürlich schon auf Halde produzieren, gerade in der Schonzeit eine prima Angelegenheit, denn diese Vorfächer sind einfach herzustellen. Man kann sie in einem kleinen Rig-Bin ganz normal oder einem Rig-Wallet mitnehmen und dann entsprechend am Wasser einsetzen, wenn immer die benötigt werden. Alles, was so wichtig ist, was sich in diesen Rig Wallets befindet, um Texas, Carolina Rig und auch Dropshot Rig zu machen, und zwar hechtsicher, habe ich mal hier vorbereitet. Fangen wir mal mit den Sachen an, die essentiell sind, um halt hechtsicher zu fischen. Wir brauchen ein dünnes Stahlvorfach, am liebsten so 3 bis 6 Kilo Tragkraft. Ob jetzt 1x19 oder 7x7 spielt eigentlich keine Rolle. Wir brauchen eh nicht viel davon. Dann ein wenig Fluorocarbon. Dann benötigen wir auf jeden Fall einen guten Schnurstopper. Wir benötigen die Ringe aus der Karpfenangelei. Wichtig ist, dass diese Ringe geschlossen sind. Und wenn ihr die Ringe auch noch bekommt, dass sie nicht platt sind, sondern in sich einen runden Draht haben, umso besser. Und wir benötigen Quetschhülsen. Und natürlich in verschiedenen Größen. Und ich habe mir da teilweise sogar richtige kleine Boxen von gemacht. Kleiner Tipp von mir, Reis hineintun oder diese entsprechenden kleinen Trockensäckchen, die ihr bei vielen Elektrogeräten findet, statt wegzuschmeißen, in euren Angelkoffer reintun. Das hält die Feuchtigkeit ab und somit habt ihr viel, viel Spaß mit eurem kleinen Zubehör, egal ob Snaps oder Quetschhülsen. Natürlich nicht vergessen, eine entsprechende Schere und eine Quetschhülsenzange. Damit ausgerüstet, machen wir jetzt unsere Rigs. Das ist so ein typischer Dropshot-Haken, wie ich ihn gerne zum Dropshot-Fischen verwende. Und zwar mit einem großen Bogen, relativ kurzen Schenkel und vor allen Dingen sollte der Haken auch nicht zu klein sein, egal mit welcher Größe Köder ihr fischt, du Hakengröße 1 bis 2,0 ist da prima. Also das ist so der typische Dropshot-Haken. Dann benötigen wir auch noch das Dropshot-Gewicht. Langgezogene Gewichte immer von Vorteil, im Gegensatz zu irgendwelchen Birnenbleien oder anderen. So, und dann machen wir Folgendes, dass wir das Stahlvorfach ungefähr 15 cm lassen, das hier an den Dropshot-Haken befestigen und dann kommt oben die Verbindung zum Fluorocarbon und dann zur Hauptschnur, zur geflochtenen und unten noch ein kurzes Stückchen Fluorocarbon zum Gewicht hin. Wie das geht, das zeige ich euch jetzt. So, erstmal brauchen wir so etwa 15 cm, 20 cm von dem Stahlvorfach. Dann die passende Quetschhülse. Eines dieser kleinen Karpfenringe drauf. Ein
Apfenring. Ein kleines bisschen Luft lassen, nicht zu dicht quetschen, die passende Quetschhülsenzange. Zack. Dann bündig abschneiden. Ein Ende ist schon mal fertig. Jetzt nehme ich mir einen Gummistopper, und zwar richtig guten Silikonstopper. Den ziehe ich jetzt hier auf. Einmal komplett runter. Bis zum Ende. Dann kommt mein Dropshot-Haken drauf. Und damit die ganze Angelegenheit hält, einfach noch der zweite Gummistopper. So. Dadurch wird der Dropshot-Haken fixiert. Hier am unteren Ende kommt jetzt ein Stückchen Fluorcarbon, etwa 10, 20, 30 cm, egal wie lang ihr gerne wollt. Dann kommt das Gewicht hier unten dran. Und hier oben, das ist ja das Stück, was die ganze Angelegenheit hechtsicher macht. Da kommt jetzt auch wiederum eine Öse aus der Karpfenangelei rein, dieser kleine Ring. Weil wir müssen ja irgendwie unsere geflochtene Schnur befestigen. Und da ich mir diese Fusselarbeit lieber zu Hause mache und nicht am Wasser, habe ich jetzt schon solche kleinen Vorfächer mir nämlich fertig gemacht. Prima Tipp für die Schonzeit. Denn könnt ihr auf diese Art und Weise schon ein paar dieser Rigs auf Halde produzieren. Denn dann, wenn es drauf ankommt, ist alles fertig. Auch hier wiederum schön ran, ein bisschen Luft lassen, ganz entscheidend. Und mit der Quetschhülsenzange wieder hier anquetschen. Zack. Fertig. Auch wieder bündig abschneiden. Und so sieht das fertige Dropshot hechtsicher Vorfach aus. Unten ein Ring aus der Karpfenangelei, die zwei Stopper. Dazwischen ist euer Dropshot-Haken. Oben wieder eine Quetschhülse, der kleine Ring. Das ist dann die Verbindung für die Hauptschnur. Und so könnt ihr euch 100% sicher sein, wenn jetzt ein Hecht auch einen kleinen Köder zum Barschangeln oder zum Zanderfischen packt, wird er hier die Schnur definitiv nicht durchbeißen. So, hier noch mal ganz kurz gezeigt, dass unten dann die Schnur fürs Dropshot-System drankommt. Da reichen 2, 3 Umdrehungen. So, dann ist das auch fest hier. Könnt ihr gut sehen. Einfach ein ganz normaler Knoten unten an dem Karpfenring. Auch wiederum, damit das Auge auch etwas netter alles aussieht, wieder bündig abschneiden. Unten dann die gewünschte Länge lassen, wie ihr gerne fischen möchtet. So, und dann hängt ihr euer Dropshot-Gewicht unten ein. Mal kurz schauen, dass wir hier das passende Gewicht finden. So. Hier haben wir ein schönes Dropshot-Gewicht. So. Auch das hat wiederum hier so einen zerdrückten Wirbel. Da wird das dann eingeführt. Könnt ihr hier gut sehen. Das geht hier durch den leicht angequetschten Wirbel. Der ist nicht kaputt, sondern der muss so sein, dass immer dann, wenn ihr den korrekten Abstand gefunden habt, also wenn ihr jetzt sagt, der Abstand zum Köder reicht euch von der Länge so oder so, dann geht ihr einfach hin und zieht unten in den Wirbel rein, in das Gewicht hinein, und dann ist euer Vorfach entsprechend auf diese Art und Weise fixiert.
So sieht das dann aus. Und ihr könnt auch ruhig das untere Teilstück etwas länger lassen an Schnur, sodass ihr auch in der Länge des Vorfachs nach unten hin etwas flexibler seid. Also es macht durchaus Sinn, den Abstand zwischen Gewicht und Köder durchaus mal am Tag zu variieren. Manchmal mögen es die Fische, wenn das Gewicht, ich zeige es mal hier, sehr dicht am Köder ist. Also quasi nur ein paar Zentimeter vom Köder entfernt. Und dann gibt es Situationen, da wollen Sie ganz einfach, dass der Köder vom Gewicht weiter entfernt ist. Also das könnt ihr entsprechend einstellen. Es stört auf jeden Fall nicht vom Gewicht her. Neben dem Dropshot-Rig ist vor allen Dingen auch das Texas- und Carolina-Rig immer wieder gefragt beim Barschangeln. Und viele von euch haben regelmäßig gute Hechte, gerade beim Sea-Rig-Fischen. Und auch deswegen unbedingt mit einem dünnen Stahlvorfach fischen, auch wenn ihr auf Barsch unterwegs seid. Ihr werdet dadurch definitiv nicht weniger Barsche fangen, aber ihr geht auf Nummer sicher, wenn der ein oder andere Hecht sich in solch einen Krebs verguckt hat, der langsam mit dem Bulletweed überm Gewässerboden geschliffen wird. Das erste, was wir dazu brauchen, ist der richtige Offset-Haken und dann am liebsten einen sogenannten EWG, Extra Wide Gap, also einer mit einem richtig großen Bogen drin, weil der große Bogen erlaubt, dass der Köder super im Wasser arbeitet, weil hier oben liegt dann der Köder auf, das zeige ich euch gleich, wenn er aufgezogen ist, und dieser große Bogen hier unten wirkt wie ein Kiel und lässt den Köder prima im Wasser quasi arbeiten, gerade wenn ihr mit Krebsen fischt. Also deswegen immer darauf achten, dass ihr auf einen EWG-Haken, auf der Verpackung steht, das zurückgreift. Und ganz wichtig, dass ihr auch Haken verwendet, wenn ihr mit dem Sea-Rig oder mit dem Texas-Rig arbeitet, mit einem kleinen Öhr zurückgreift, so wie hier. Und nicht solche mit einem großen Öhr. Nämlich die mit dem großen Öhr sind fürs Fischen mit der Shiburashka gedacht und nicht fürs Fischen mit dem Texas oder Carolina Rig oder generell als Offset Haken an entsprechenden Rigs. Das ist rein für einen großen schönen Spiel in dem Shiburashka Gewicht. Deswegen großer Öse, Shiburashka, kleine Öse, Offset Haken am C oder am T Rig. Wir benötigen wieder ein Stückchen Stahlvorfach. Da reichen auch wiederum so 15 cm völlig aus. Dann die entsprechende Quetschhülse. Der Haken. Wieder in die Quetschhülse zurück, das Stückchen Stahlvorfach. Kleines bisschen Spiel lassen im Haken selber, ist nicht verkehrt. So, Quetschhülsenzange wieder wählen, den richtigen Einsatz dafür. Schön festmachen, auch wieder bündig abschneiden. Und dann am anderen Ende die Befestigung halt für die Fluorcarbon-Schnur. Auch wiederum Quetschhülse. Hier durch. Kleinen Ring. Wieder rein. Dann die ganze Angelegenheit wieder hier zurück. So. Und dann wieder ein bisschen Spiel lassen. Nicht zu viel. Kleines bisschen Quetschhülsenzange wieder nehmen, andrücken, bündig abschneiden und fertig
ist eure kleine Stahlspitze, um mit dem Sea-Rig zu fischen. Hier kommt jetzt der Köder drauf, da das entsprechende Fluorcarbon-Vorfach und das mache ich euch gleich mal fertig. Auch diese kleinen Vorfächer kann man sich natürlich easy zu Hause selber machen und das Letzte, was man quasi brauche, ist nur Fluorcarbon. Ich nehme meistens hier eine 30er Fluorcarbon, ziehe dann im Endeffekt hier dieses Vorfach vor. Ein ganz normaler Knoten, so wie dieser hier, der hält die Angelegenheit fest. Auch wiederum bündig abschneiden. Kann man alles prima schon zu Hause vorbereiten. So, und jetzt gehe ich her, jetzt suche ich mir aus, wie lang soll das Vorfach sein. Na, machen wir mal so 1,50 Meter etwa, schneide die Angelegenheit hier wieder durch. Und jetzt fädel ich die Gewichte auf. Das erste, was ich wieder tue, um entsprechend das Gewicht abstoppen zu können, ist der berüchtigte Silikonstopper. Ein Stopper drauf, den ziehen wir jetzt erst einmal ein Stückchen runter. So, der stoppt hier auch im Endeffekt dann auch das Gewicht ab. So, jetzt kann man, wenn man möchte, da gab es auch einige Fragen im Netz dazu. Didi, warum fischst du beim Sea-Rig zum Beispiel keine Perle? Kann man machen, muss man aber nicht. Aber ich mache einfach mal für euch so eine Perle drauf und ich mag halt die Farbe Rot ganz gerne. Also gibt es jetzt hier eine rote Perle drauf. So, die ziehe ich jetzt hier auf. Einmal eine rote Perle. Und dann das Gewicht. Und so sieht das dann fertig aus. Fluorcarbon-Schnur, Gewicht, Perle, wenn gewünscht oder auch nicht. Dann kommt der Stopper. Wichtig ist, dass dieser Silikonstopper gute Qualität hat und echt die Schnur auch wirklich stoppt, dass man viele Würfe machen kann, ohne dass das Gewicht immer wieder runterrutscht. Dann der entsprechende Abstand, den ihr wählt, zum Haken hin. Dann kommt hier der kleine Karpfenring, wo die Fluorcarbon-Schnur befestigt wird an dem etwa 15 cm langen Stahlvorfach. Quetschhülse, Haken, fertig. Und hier das Ende hin, dann wenn das Ganze hier fertig ist, das könnt ihr entweder, wenn ihr möchtet, direkt an die Hauptschnur knoten, an die geflochtene, wie das geht, da gibt es auch ein Video für, oder ihr geht einfach hin und macht eine große Schlaufe und schlauft dann auch quasi, es ist sehr einfach, ist vor allen Dingen auch schnell zu erledigen, immer dran denken, eine Doppelschlaufe machen, also zweimal hier durchziehen, dann die Schlaufe etwas großzügiger halten, mit dem Finger einmal kurz nachziehen, auch wieder bündig abschließen, dann so knips und dann habt ihr eine Schlaufe hier und dann könnt ihr Schlaufe in Schlaufe auch auf diese Art und Weise eure geflochtene Schnur unterbringen. Auch das hält sehr, sehr gut. So, und last but not least, jetzt muss natürlich auch der Köder drauf und ich fische hier natürlich am allerliebsten Krebse und die mache ich dann folgendermaßen auf den Haken, einfach hier oben einpieksen, durchziehen. So, dann hier unten zum Körper hin rein, sodass die Spitze ein bisschen rausguckt. Dann schiebe ich alles zurück und dann gehe ich mit ein bisschen mit dem Gummimaterial zurück, sodass die Spitze gerade eben besetzt ist. Und ihr seht jetzt schon, dass durch diese kleine Öse hier vorne Spiel drin ist, wenn der Köder arbeitet. Unten der gewünschte große Bogen, damit alles schön wie ein Kiel gerade schwebt im Wasser und er so arbeitet und nicht anfängt zu trudeln. Das machen nämlich auch sehr viele Köder, wenn ihr mit Offset-Haken arbeitet, die sehr, sehr kurzen Bogen haben. Also ein großer Bogen erlaubt ein natürliches Spiel, nämlich gerade, und dann bearbeiten beide Scheren schön im Wasser. So soll das aussehen und so ist die ganze Geschichte auch 100% hechtsicher.
GoPro Start. Die C-Rix mit dem kurzen Stahlvorfach habe ich mir natürlich schon vormontiert und in solche Wallets entsprechend, also diese Taschen, abgepackt. Nach Hakengröße und Stahlvorfachlänge und Dicke sortiert. Das Einzige, was ich nur noch machen muss, ist rauszuholen. Und hier habe ich das fertige Fluorocarbon mit dem Bullet Weight. Muss es nur noch anknoten und los geht's. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, Nachbasteln und garantiert auch beim Hechtefang, auch wenn ihr mit C-Rig, T-Rig oder DS, also Dropshot, unterwegs seid. Viel Spaß dabei. Ich würde mich über einen Daumen hoch, einen Kommentar und natürlich ein Abo sehr freuen. Bis dahin, euer Didi. Tschüss.